wirft uns jetzt die Natur direkt ins Haus, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Spinne, die ist schon eingezogen, die fühlt sich hier schon richtig wohl zwischen dem Zwerg und dem Kranz. Das ist jetzt ein Riesenkranz und wie der gemacht wird, in klein, das zeige ich euch jetzt. So, man braucht gar nicht viel, ein Strohrömer, bisschen Wickeldraht, Steckdraht, Moos vom Nachbarn aus dem Garten und diese Sukkulenten oder auch Hauswurzpflanzen genannt. Als erstes nehme ich das Moos, befreie es so ein bisschen unten von den Erdresten. Lege das Moos auf den Kranz drauf, stecke den Wickeldraht ein und wickle den Strohrömer mit diesem schönen frischen Moos. Das ist meine Basis, der Untergrund für die Sukkulenten. So, der nächste Step wäre dann, die Erde von der Sukkulente zu befreien von der Pflanze. Das Schöne an diesem Hauswurz, an dieser Pflanze, ist sie so unheimlich unempfindlich, unverwüstbar. Und die wächst dann auch mit ihrem Wurzelwerk wieder in mein Moos hier rein. Somit gestalte ich das Ganze so richtig schön flach. Ich mache relativ viel weg, aber die Hauptwurzeln lasse ich natürlich ganz heile dran. Jetzt nehme ich die Pflanze und setze das auf mein Moos rauf. Jetzt nehme ich den Steckdraht, mache mir wie so eine Haarnadel, so eine Krampe. Gehe mit dieser Haarnadel in die Freiräume der Pflanze, also nicht direkt durch die Pflanze durch, sondern in die Zwischenräume. Und man sieht schon, von einer Haarnadel alleine hält das Ganze. Und so platziere ich einfach Pflanze für Pflanze, dicht an dicht. Das Ganze, ja, das macht es einfach aus, dass man auch verschiedene Sorten nimmt. Einmal das Grünliche mit den weinroten Spitzen. Einfach dicht an dicht. Und die Freiräume, die mir dann noch bleiben, da setze ich einfach Zapfen dazwischen. Und schon hat man diesen weihnachtlichen Charakter und die braucht man nur dazwischen drücken. Die hält von ganz alleine, die verfängt sich hier. Und hier schaut mal die Maserung. Das passt nämlich ganz toll zusammen. Die Kombination aus Zapfen und Hauswurzpflanzen.